Unsere Aufgabe ist es, die gegenseitige Lage von zwei Geraden zu bestimmen. Das sind diese beiden Geraden. Eine andere Formulierung wäre auch, die beiden Geraden auf Schnittpunkte zu untersuchen. Für den Fall, dass Sie einen bestimmten Fall suchen, hier wird rauskommen, dass die beiden Geraden windschief sind. Wie gehen wir also vor, wenn wir sowas haben? Wir betrachten zuerst die Richtungsvektoren. Das heißt, ich betrachte die Richtungsvektoren. Richtungsvektoren. Der eine ist 2, 2, 2, der andere ist 2, 1, minus 1. Ich erkenne natürlich sofort, das sind keine Vielfache. Ist ja logisch. Die ersten sind gleich, die zweiten sind schon nicht mehr gleich. Das heißt, die Richtungsvektoren sind keine Vielfache. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall schon mal, meine Geraden sind entweder windschief oder sie haben Schnittpunkt. Welche der beiden Fälle nun für mich relevant ist, das kriege ich raus, indem ich die beiden Geraden gleichsetze. Das heißt, ich setze g gleich h, habe also 5, 4, 1 plus r mal 2, 2, 2 gleich die zweite Gerade, minus 3, 4, minus 1 plus, oh, man darf niemals den gleichen Parameter verwenden. Das heißt, wenn hier r ist und drüben auch r, ist es eine Verarschung. Das müssen wir natürlich sofort korrigieren. Das heißt, wir machen hier zum Beispiel s draus. Also s mal 2, 1, minus 1. Ach so, das dürfen Sie und sollen Sie natürlich selbstverständlich auch in Ihren Aufgaben oder in Ihren Prüfungen. Also wenn man zwei Geraden schneidet, ist keinesfalls empfehlenswert, den Parameter gleichzunehmen. Einzige Ausnahme Flugzeugaufgaben, aber das machen wir später. Gut, nun betrachte ich die Zeilen einzeln. Das heißt, die erste Zeile lautet 5 plus 2r gleich drüben minus 3 plus 2s. Die zweite Zeile 4 plus r mal 2 und drüben die zweite Zeile 4 plus 1s. Die dritte Zeile lautet 1 plus 2r und drüben habe ich minus 1 minus 1s. Was kann man hier machen? Erstmal große Theorie. Ich habe drei Gleichungen, habe aber nur zwei Unbekannte. Um zwei Unbekannte zu bestimmen, brauche ich nur zwei Gleichungen. Also kann ich eine Gleichung weglassen. Also schaue ich mal, welche lasse ich weg. Zum Beispiel, was ziemlich gut zu verrechnen ist, ist die zweite und dritte. Wenn ich die beiden zweite und dritte voneinander abziehe, fällt mir das R weg. Wenn ich zweite und dritte addiere, fällt mir das S weg. Ich mache also Folgendes. Ich klammer mal die erste ein. Die verwende ich nicht. Die verwende ich erst am Schluss für die Probe. Und werde diese beiden Gleichungen addieren. Zweite plus die dritte, denn dann wird mir das S wegfallen. Also die zweite Gleichung plus die dritte. 4 plus 1 ist 5. 2r plus 2r sind 4r. Drüben steht 4 plus, ups, da fehlt ein Minus. Also minus 1 war es. 4 plus minus 1 ist 3 und die S fallen weg. Jetzt kann ich einfach nach r auflösen. Das heißt, ich bringe die 5 rüber, habe also 4r gleich 3 minus 5 ist minus 2, habe also r gleich minus 2 Viertel, das ist minus 1 halb. Dieses r setze ich nun in eine der beiden Gleichungen ein, entweder zweite oder dritte. Nicht die erste. Die brauche ich ja für die Probe. Also sage ich r gleich minus 1 halb, setze ich in, ach, keine Ahnung, egal, in die zweite ein. Hab dann nämlich 4 plus
2 mal minus 1 halb gleich, hier bin ich, 4 plus s. 2 mal minus 1 halb ist minus 1. Wenn ich die 4 rüberbringe, 4 minus 1 ist 3, minus 4 ist minus 1. Das heißt, s ist minus 1. Jetzt habe ich also r und ich habe s. Und die beiden setze ich jetzt in die dritte Gleichung ein. Das heißt, ich mache meine Probe mit der dritten Gleichung. Ah, Quatsch, die dritte Gleichung habe ich ja Nummer 1 genannt. Also meine dritte Gleichung ist Nummer 1, dann behalten wir mal die Nummerierung so bei. Da steht dann 5 plus 2r, also 5 plus 2 mal r ist minus 1 halb. Auf der anderen Seite steht minus 3 plus 2 mal s, s ist minus 1. 2 mal minus 1 halb gibt minus 1. Und drüben steht minus 3, 2 mal minus 1 ist minus 2. Ich habe also 4 gleich minus 5. Die Probe ist falsch. Das heißt, meine beiden Geraden sind windschief. Das heißt, G und H sind windschief. Kleine Randbemerkung, wenn die Geraden windschief sind, ist es oftmals so, dass die Parameter R und S ganz hässliche Zahlen sind. Also es könnte sein, dass Sie hier auch erhalten 8 Fünfzehntel und drüben haben Sie dann 27 335stel. Also wundern Sie sich nicht, wenn R und S komische Zahlen sind, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben sich natürlich verrechnet oder B, die Geraden werden windschief, dann haben Sie doch richtig gerechnet, aber es ist blöd. Schön, das war ein guter Fall. Wir machen den nächsten Fall.